you want me. Now that I escape, sleep, walk, awake. Those who go late know the world they kick. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun. And together, of course, we can be up and on their horse. Kick around, drinking moonshine. I pour sip on the concrete. But in the seats, but no, no weep. My clef's in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a dragon. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again, hooligan, only to be king again. Ready or not, here I come. Can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. Can't hide. Gonna find you and make you want me. I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress. If you don't smoke sense, less. I must confess, my destiny's manifest. This is vortex and sweats. I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with orgy and best. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the food, but I hex you with some witches fool if you do do. I could do what you do easy. Believe me, my enemy give me heebie-jeebie. So while you imitating Al Capone, I be needing Simone and defecating on your microphone. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. You can't run away from these stars I got, oh baby. Hey baby, cause I got a lot, oh yeah. And anyway, no, my whole crew gonna know, oh baby. Hey baby, can't hide from the Bible, no. Ready or not, refugee taking over. The buffalo soldier, dreadlock rasta. On the 12-hour fly by in my mama. Pump a couple on the other pushing up flowers. Triple fly. Geht gleich los. Hi, fellas. As you can see, this crowd really wants you out there. It's not what you're used to, but you really need to do this. They love you. Let's do an MOP style. Can we put a foot in their ass, please? Attention, please. Attention, please. This here feels like the whole entire world collapsed. Have a new! Bust the rhyme now, MOP now. What you want now? 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 That fool. They wanna act stupid. That fool. When I cop that tone, run your damn jaws. Randomly you up with your own. Hunt you down, run you down. Unleash the hounds, tell them to get the gun you down. Stop it! You starting like this was a thing of the past. With tattoos up with the stars, the left from your way. Think lopsided, busted, cross-sided in the subways. They rob trains running alongside it. She motherfucker, we don't play for that shit. And if you want your shit back, you had to pay for that shit. Your little costume, this is your proper room. Let's get you in the night or early in the afternoon. We taking your host. I catch you backstage, give me the keys to the Escalade. You think you cute? Take off the Gucci shades. I give my dog to you, you dirty. They all 7:30, got the ski mask. Whether it's June or February, I take your show money, take your throw money. Don't get that fool, cause I don't know money. For my people that hate slow money, I put them in the industry so they can come and take all your money. Wish I could bring fun back. Run that, run that, run that. So keep acting like you don't know where the fun's at. And I'ma show y'all where the fun's at. Good. Reicht. Die Leute müssen sich eingefunden haben. Wir machen heute einfach mal eine, erstmal herzlich willkommen, 24.04. Frohes Ostern, alle Orthodoxen da draußen. Aber es lohnt sich wirklich an Tagen wie diesen einfach mal zusammenzufassen. Wir hatten heute 3 Spiele am Laufen. Alle 3 Spiele endeten faszinierend.
Ich werde nicht auf die Frankreich-Wahl eingehen, wo Le Pen und Macron gleichzeitig gewonnen haben, was wirklich lustig ist. Das treibt es wirklich ins Absurde hinein. Wir werden einfach mal uns die Frage stellen, warum in der Hagia Sophia aus dem Ottoman Empire zum ersten Mal Ramadan am Freitag wieder gefeiert wird in einer Moschee. Das ist wichtig im Verständnis. Es war 2 Jahre Corona, keiner konnte rein an Ramadan. Jetzt hat das Ottoman Empire, was jetzt Turan heißt, mit der Hagia Sophia zum ersten Mal gefeiert. Das Ende des Ramadans und wo die orthodoxen Ostern feiern. Faszinierend. Wenn man sich das alles auf der Zunge zergehen lässt und immer verstanden hat, dass plötzlich Weltpostverein in Antarktika einen neuen Mitarbeiter sucht. Der soll dort Pinguine zählen. Gibt ja nur 150.000. Ja. Sehen ja alle gleich aus. Wir bleiben trotzdem ernst. Es sollen Pinguine gezählt werden von einer Poststation aus. Dort gibt es jetzt eine Poststation, wo ein neuer Mitarbeiter gesucht wird. Was ja innerhalb des Weltpostvereines wirklich spannend ist, weil wir hatten jetzt vor kurzem erst die Fischgründe vor Antarktika, die deutschen Fischgründe, die gefunden wurden mit 17.000 Nestern von irgendwelchen Fischen und wir durften sie behalten. Ich habe euch ja schon davon berichtet. Ich habe heute im Laufe des Research noch festgestellt, man hat auch Hitlers U-Boot gefunden in Antarktika im Eis drin. Das ist so geil. Aber lasst uns beim Thema bleiben. Wenn der Weltpostverein wurde das Ding aufmacht und die Moslems wieder in der Hagia Sophia feiern können, schickt der Russe ein 110 Jahre altes Boot, um ein anderes Boot mit dem Jesus-Fragment zu bergen. Wieso schickt man ein 110 Jahre altes Schiff? Es ist eine Zarenflotte. Vor 110 Jahren gab es noch die Zarenflotte. Und dieses Schiff gehört zu der Zarenflotte. Der Russe schickt also ein Schiff aus der Zarenzeit, um ein Stück, was quasi Jesus irgendwie nahestand, in Zacken aus seiner, was auch immer das war, das wäre nichts, wäre nicht gerade preußisch-blau am Big Ben und die neue Kaiserforce geboren bei einer preußischen Kriegsministerin, während der Spanier uns einen netten Kaiser wünscht. Kommt noch dazu, dass die Österreicher jetzt Oktoberfest in Wien nicht mehr auf der Ehenwiese feiern, sondern auf der Kaiserwiese. Wenn jetzt noch der äthiopische Kaiser seine Krone zurückbekommt, die ihm vor 200 Jahren geklaut wurde, Mensch du, da hätten wir Zar, Zionisten-Zar. Und wir hätten zionistischen Kaiser und den zionistischen Habsburg und den zionistischen Äthiopier, der ja mit dem zionistischen Sultan und dem zionistischen chinesischen Kaiser im Bunde ist, genauso wie diese zionistische Poststation am Südpol. Das sind alles Zionisten. Ach so? Ich dachte, die sollten alle gestürzt werden. Wieso kommen sie denn plötzlich alle wieder? Es sollte doch alles vernichtet werden. Warum feiern die Moslems Ramadan in der Hagia Sophia? Zum ersten Mal. Die meisten Moslems hatten noch nie das Recht. In der Hinsicht. Als Moschee. Als Moschee. Nicht als christlich oder orthodoxe Kirche. Nein, als Moschee. Und da schickt der Russe ein Zarenschiff, während Kaiser Wilhelm seinen Dampfer schon längst wieder fährt. Und Crossing the Delaware, das Bild, wie George Washington, der einst in der bayerischen Armee war, sein entfernter Verwandter. Dieser George Washington, der mit einem Durham-Boot, wie jetzt John Durham, ihr kennt ihn vielleicht, mit dem Durham-Boot den Delaware entlang die entscheidende Schlacht 1776 vollbrachte. Dieses Gemälde hing 40 Jahre lang im Weißen Haus,
wurde jetzt aus dem Weißen Haus genommen und zur Versteigerung angeboten. Das heißt für mich, das alte Weiße Haus ist Geschichte. Dort ist jetzt ein Commander als Hund und die Washington Redskins heißen jetzt auch Commander. Man könnte also gerade denken, Amerika wurde vom Commander Kennedy übernommen. Russland wurde vom Romanow-Zaren übernommen. Deutschland wurde vom Kaiser übernommen. Habsburg wurde vom Habsburg übernommen. Das Ottoman Empire, Turan, wie es heute heißt. Ich weiß nie, wer der Sultan ist und wer dort den Machtanspruch hat, aber scheinbar ist er wieder da. Da müssten mal alle Türken, die jetzt hier zugucken und die sich da ein bisschen auskennen, researcht mal. Nach denselben Merkmalen, die man hier beim Kaiser suchen und beim Romanow sucht man im islamischen Raum. Nach Hinweisen, dass der Sultan, genauso wie der Schah, der Kaiser, der Cäsar, der Zar, der Maharaja oder der Schah von Persien. Ich könnte wetten, der ist auch bald wieder da. Genauso wie der Äthiopier seine Kaiser wieder, seine Krone wieder bekommen hat. Sie kommen alle wieder. Ich habe heute selbst einen Artikel gelesen, in Italien soll die Monarchie eingeführt werden. Na wunderbar, wie es einst einmal war. Und der letzte König da, ja, hier aus dem Haus Orléans in Frankreich ist verstorben, somit kann der wahre Thronfolger aus dem Frankenreich irgendwo in Bayern seinen Thron über Frankreich von Bayern aus besteigen. Laut meiner Theorie. Somit wäre Europa komplett verteilt. Gucken wir doch nach Indien. Dort gab es einen Thronfolger, der wurde erschossen. Vielleicht gibt es noch einen. Wir werden sehen. Auch dort ist die Option groß, dass das Ganze wieder neu geregelt wird. Und in China, also die stehen kurz davor, mit Taiwan zu vereinen. Was glaubt ihr, was dann kommt? Dann kommt der chinesische Kaiser zurück. Und dann hätten wir chinesischer Kaiser, wir hätten russisch Zar, wir hätten Habsburg und deutscher Kaiser, plus ein Sonnenkönig von Frankreich oder von Bayern, je nachdem, wo das Frankenreich für euch endet. Was ja lustig ist, denn der Hohenzollern kommt aus dem ehemaligen, also die Franken haben ja von Bayern bis runter nach Paris, ihr kennt das ja. Und Hohenzollern, die kommen halt aus Stuttgart, der Region, also hier Baden-Württemberg. Was ja auch Einflüsse von Franken hat. Der sollte ja doch im Erbfolgekrieg in Spanien, sollte der Hohenzollern den Thron bekommen. Hat er ja nicht gekriegt. Und jetzt tut der Spanier uns einen netten Kaiser wünschen. Ob der Spanier gesoffen hat? Ich glaube nicht. Denn der Russe schickt doch das alte Boot. Und die Moslems feiern wieder in der Hagia Sophia. Während der Papst etwas aus Köln geschenkt bekommt und zum ersten Mal beim Ostergottesdienst nur mitmacht, aber nicht Chef ist. Und auf das römische Imperium, was ja nie unterging, jetzt endlich untergeht und der dritte Tempel der Juden entsteht. Während alle Moslems happy sind und die Juden ebenso und die Orthodoxen und die Christen und alle zusammen. Warum? Weil der Vatikan am Ende ist. Es kaisert wieder überall. Jetzt würde natürlich Attila und alle anderen sagen, das sind Juden. Okay, dann ist der russische Zar jetzt halt Jude. Und der chinesische Kaiser ebenso. Selbst in der Antarktis, die Poststation, ist jüdisch, zionistisch geprägt, logisch. Guck doch mal, wie die gebaut ist. Gegen den Wind, das geht sie nicht. Wenn die Kaiserwiesen in Oktoberfest-Style jetzt in den österreichischen Landen gefeiert werden. Und der Russe das macht, während in Amerika der Schäferhund, ne, der Commander im Weißen Haus und der Commander in Washington mit der Sitzen hinten dran. Willkommen beim Kaiser, willkommen bei Wilhelm und guckt euch die Wappen am neuen Big Ben an. Preußisch-Blau, so muss das sein. Das britische Empire verliert alles. Dafür kommen alle wieder und kriegen all das wieder, was das britische Imperium ihnen genommen hat. Es war doch Drachentötertag. Der 23. war Drachentötertag und am 24. feiern alle. Die Moslems, die Orthodoxen, die Christen haben schon gefeiert. Also ich feiere heute eben normaler Christen, ihr versteht das vielleicht. Ja, alles fügt sich zusammen und keine Ausrede der Welt kann mehr sagen, die Queen wäre noch da. Rothschild sind auch alle verstorben und der Papst ist nicht mal mehr an seinem eigenen Haus Chef, nachdem er jetzt eine neue Verfassung hat.
Die City of London is gone. Die Zentralbank wurde vom Russen mit Swift gekickt. Und der Krieg in der Ukraine ist schon längst vorbei. Wir kriegen nur unsere Grenzen zurück. Die Kaiserreichsgrenzen. Und das ist das Entscheidende dabei. Viele können sich nicht vorstellen, dass es hier noch was Gutes gibt wie eine preußische Kriegsministerin, die 100 Milliarden für die preußisch-kaiserliche Armee bekommt. Unvorstellbar. In manchen linksgrünen Gehirnen. Das war der 11.02.2022. Am 2.02.2022 kam ein goldener Würfel im Central Park in New York. Am 11.02. war die preußische Kriegsministerin. Am 24.02. rief der Russe an. Am 24.03. vor einem Jahr. Wisst ihr noch, was da war? Da war der Suezkanal verstopft, das britische Imperium ging kaputt. Der Erfinder des Computers wurde danach auf einer 50-Pfund-Note geehrt, weil er die Enigma geknackt hatte. Er wurde umgebracht und sein bester Kumpel hieß Ian Flemings. Der hat daraus einen Film gemacht. James Bond? Kennt ihr vielleicht? 007? Wie sagen sie im Film? MI6? Es geht doch nur bis MI5. Genau das sollen sie denken. Heute wissen wir es besser. Wer die Deutschlandfahne zerflattert im Wind und die Pharaonen den Weg der Dreifaltigkeit gehen, während in Amerika der Frieden einzieht und der Russe das Swift mit dem Chinesen kickt, ist der Kampf der Legenden endlich vorbei. Es ist vollbracht. Die Sterne standen gut, der Drachentöter auch. Die Erzengel haben mit dem flammenden Schwert der Revolution Defender 2020, nennt ihr es, glaube ich, wieder aufgeräumt. Der Walkürenritt ist vollbracht. Die Götterdämmerung ist längst vorbei. Jetzt haben wir eine Poststation am Südpol und die Deutsche Post liefert. The Lost Prince ist wieder aufgetaucht. Die Märtyrer, die Romanovs, werden heute als SUV wahrscheinlich verboten. Der war schlecht, der Witz, ich gebe zu. Aber wenn man das mit dem Äthiopier zusammenrechnet und allem, was hier passierte, dann kann man verstehen, die drei Musketiere passen nicht ganz, aber ihr wisst, was ich sagen will. Sultan und Kaiser, alle wollten die Moslems und Juden nur versklaven. Nur der deutsche Kaiser brachte den Moslems und den Juden den Frieden. Mit den Romanovs dazu. Beide waren der Garant für Frieden auf diesem Planeten. Solange Frankreich und England von einem Bayern regiert wird. Was glaubt ihr, von der Ludwig als Bayern weg musste? Was glaubt ihr, wo der bayerische Löwe herkommt? Habt ihr jemals einen Löwen in Bayern gesehen? Ihr seid lustig. Löwen in Bayern. Na, wo kommt er denn her? Es ist kein babylonischer Löwe, es ist ein äthiopischer Löwe. Vom Kaiser aus Äthiopien. Und wer half damals beim irischen Holocaust? Es war der Sultan von Ottoman Empire, der den Iren Essen schickte. So wie die Weiße Armee aus Kaiser und Zar damals Abraham Lincoln Schutz bot, als er nach Alaska fliehen musste. Während des Bürgerkriegs. Das sind alte Verbindungen, die seit Ewigkeiten agieren. So viele haben verloren, so viele wurden gestürzt. So viele Länder wurden geplündert und vernichtet. Aber all das endet an einem Punkt. Ja? Das Haus Savoyen. Hieß dann hier eh nochmal in der deutschen Militärdings auch Savoyen? Das Haus Savoyen. Der rechtmäßige Thronfolger, erste Enkel des letzten italienischen Königs. Und das Haus Bourbon, durch Napoleon gekickt. Was hat das mit dem Papst zu tun, der ein Fotoalbum aus Menschenhaut direkt aus Auschwitz hat? Was hat das mit einem Auschwitz-Fotoalbum aus Menschenhaut zu tun, wenn ein Nazi-U-Boot von Adolf Hitler nach 73 Jahren, weil sie die ganzen Spitzen der Nazi-Partei in sich hatte, vor Argentinien gefunden wird und ein weiteres U-Boot direkt im antarktischen Eis? Dann könnte man glatt denken, jetzt wird's heiß. German Submarine mit den Top Nazis after the war, jetzt gefunden, endlich. Und die spanische Grippe brachte
die Nazis erst davor. Ja, die wollten es genauso machen. Aber jetzt ist es gefunden. Genauso wie eine Nazi-Basis in der Arktik. Eine Secret-Nazi-Party. Und dass Hitler mit der Atombombe, das passt schon fast gar nicht rein. Die Untold Story of Balinoche. Wo ist Hitlers Grab in Balinoche? Sieht fast aus wie Bayern. Hitler suchte den Gral. Er lag im West London River, versteckt. Himmler's Secret Crest located Aryan Holy Cross. Sie wollten den Thronfolger jagen. Sie wussten, dass es da jemand gibt, der den Anspruch hat, den Messias. Sie wollten ihn jagen, diesen heiligen Gral. Und sie wollten ihn umbringen. Denn der heilige Gral, wenn er menschlich ist, dann haben sie einen Menschen gejagt. Die Genetiker, die herausfinden wollte, wer ist genetisch, wer ist Holy Grail, lasst ihn uns schlürfen, etc. Ja? In Indien gibt es ein Dorf, wo überall Zwillinge rauskommen, genauso wie in Nigeria und in Brasilien. Mensch du, wo FBI, CIA-Agent Mengele doch überall war, Codename Steven Rabel, reist einmal um die Welt. Mengele und sein Assistent, der dann Pfizer erfunden hat und eine Menge Geld verdiente, bis heute. Wer hat alle Israelis geimpft? Mengeles Assistent. Aber er hatte auch euch geimpft. Also alle, die geimpft sind. Das ist dieselbe Scharte. Das Dritte Reich und sein Viertes Reich in Südamerika ist fast schon langweilig, dass die ja alles übernehmen wollten. Na, ups, jetzt bin ich weggeklickt. Moment. Na. Ein deutscher Friedhof in Argentinien. Dokumente, die einen Angriff auf den Panama-Kanal zeigten. Franziskus, der Papst. Was hat gar nochmal der Papst mit Don't Cry For Me Argentina, mit Evita und mit Mercedes-Benz und der Revolution in Argentinien, mit deutschen Nazis und einem Jesuitenpapst. Wie hieß der kleine mal während des Militärputschs bei Operation Corona, Condor, Operation Condor? Oh, das war doch der Franziskus. Ach, dort hat er das Menschenhaut-Fotoalbum her. Aus Auschwitz. Das Menschenhaut-Fotoalbum von uns gerade. Bekam er da. Da ist er, unser kleiner Nazi-Papst, der jetzt die Archive vom letzten Nazi-Papst aufmacht. Denn die SS und der Vatikan, die Secret Archives, das alles in der Vatikanbank endet, das wussten wir doch. Es sind jetzt aber noch 12.000 Zettel gefunden worden mit Accounts da unten. Und dass die alle in derselben Stadt wohnten, das wisst ihr schon längst. Ja? Selbst Hitlers schwarzes Buch, die nicht getötet werden durften, führt uns zurück zum Osterdienst, aber er leitete ihn einfach nicht. Denn der Nazi-Papst und seine Nazis sind gestürzt. Die Nazi-World Order sowieso. Und plötzlich blüht's am Südpol. 45 Grad, Frühling, Sonnenschein. Die Maiklöckchen blühen, hätte ich beinahe gesagt. Aber dort ist grün, wie ihr es am Anfang in den Bildern gesehen habt. Dort ist grüne Wiese und Pinguin. Und 45 Grad. Dort ist wärmer als bei uns. Faszinierend. Speziell, weil dort jetzt eine neue Poststation ist. Wer sich jetzt bewirbt, hat quasi Mallorca-Feeling in der Antarktis und kann Pinguine zählen. Der optimale Job für jede Lesbe. Nee, Feministin. Weil Männer will es ja nie sehen. Es wehen auch neue Flaggen in der Antarktis seit dem 8. Mai. Faszinierend. Und dann kommen wir zum Berg Erebor aus Herr der Ringe mit den Zwergen. Und in Antarktika gibt's Mount Erebus. Mit Erebus, und irgendwie war's noch, da gibt's noch einen griechischen Held, Dings der Unterwelt. Der griechische Gott der Unterwelt ist auch noch fast wie Erebus, Erebor. Sehr faszinierend. Zwischen Feuer und Eis kommt der Berg Erebor. Die Schlote sind einzigartig. Ha,
Werf die Schlote an. Der einsame Berg, Erebor. Und Eru, was? Epi, na gut, Eri, Epi kannst du trotzdem brassen. Epirus. Harry dort unten und eine dieser Plante, das ist nicht ganz so wichtig. Das auch nicht. Gut, jetzt sind wir durch. Was wollte ich euch damit sagen? Es haben sich viele Positionen verändert. Und selbst das U-Boot von Hitler wurde gefunden. Den Nazis auf der Spur bis zur Menschenhaut aus Auschwitz direkt in den Vatikan rein. Zu den Archiven, die sich gerade öffnen. Die Welt kann doch so einfach sein. Ich habe garantiert noch mehr hier irgendwo, habe ich bestimmt bloß als Link. Für die ganzen Thronfolge brauchen wir es nie. Aber 6 von 6 Ländern, Amerika, China, Russland, Kaiserreich, Habsburg und Ottoman Empire, was im Endeffekt ja Eurasisch mit ein bisschen Islam ist, sind alle plus Amerika bereinigt. Dieselbe Situation hatte der Brite um 1815. 6 riesengroße Gegner und nur der kleine Vatikan und das kleine England. Dann ging es mit Napoleon los. Jetzt wurde alles zurückgesetzt auf 1815 von der Ländergröße. Unsere Verfassung von 1871 bleibt trotzdem. Keine Angst, wir bleiben groß und wir sind noch größer. Ich glaube nicht mehr, dass es Belgien und Holland nachher gibt. Das wird angegliedert. Gehe ich fest davon aus. Aber wenn man alles als ein Ganzes sieht, wird es ein Gaumenschmaus. Denn dann ist eine Poststation in der Antarktis bei den ganzen Schlüsseln, die neu vergeben wurden, ein direkter Hinweis. Denn der Erste Weltkrieg brach doch noch aus 3 oder 4 Wochen vor einer wichtigen Weltpostverein-Konferenz, die Welt regeln sollte. Und weil das gemacht wurde, gab es doch erst Krieg. Man wollte doch keinen Weltpostverein, man wollte eine League of Nations. Nicht von Deutschland geführt. Jetzt haben wir eine Kaiserforce mit einem preußischen Weltpostverein. Wirklich faszinierend. Deswegen ist die Frage, was in Frankreich gerade passiert, sowas von irrelevant und langweilig für mich. Deswegen gucken wir einfach nochmal ein paar Bilder aus der Antarktis an. Alle in den Podesta-E-Mails drin war. Kinderhandel Antarktika. Der Kinderficker war da. Das sind seine Bilder. Sogar mit Eingang. Die Stories über Buzz Aldrin. Dieser Buzz Aldrin, der am Südpol war und sagte, wir werden alle sterben, als er zurückkam. Der Kyrill, der dorthin ging, dieses Artefakt aus Mekka dort versuchte zu entzaubern, was er mit heiliger schwarzer russischer Erde nach Antarktika gebracht hat. Bis hin zu dem Berg oder zu der Pyramidenform. Bis zu den unterirdischen Lavaströmen, die dort ausgehöhlt haben sollen, dass dort Lebensraum entsteht. Von dem Wrack dieses Bootes, was jetzt endlich gefunden wurde, über die Ross-Inseln, die Rosen-Ross-Inseln. Es ist wirklich faszinierend. Ich bin gespannt, ob am Südpol jetzt von hinterm Eisgedings auf der flachen Erde jetzt auch mal ein Brief kommt, jetzt wo wir eine Poststation dort haben. Weil bisher war es ja schwierig, uns einen Brief zu schicken von hinterm Eis. Bin mal gespannt. Gut. Erstmal die Kippe anmachen. Das war es in Kurzform eigentlich alles, was wichtig war, dass in Amerika alles wunderbar läuft und sich alles dramatisiert.
brauchen wir nie auf jedes einzelne Detail eingehen. Der Ukraine-Krieg, der schon längst durch ist, die wollen bloß wieder anfangen, aber das Ding ist eigentlich schon längst durch und es wird doch nichts mehr passieren. Die fahren schon alle wieder heim. Na? Es wird für jeden offen sichtbar, wer hier agiert, wenn man die Augen einfach aufmacht und auf die Muster und die Veränderung, nicht auf das, was geschrieben steht, ja? Sondern auf die diversen Hinweise. Allein in Bildern, die man sieht. Denn wenn Crossing the Delaware, das war der erste Q-Drop, wenn dieses Bild jetzt zur Versteigerung steht, dann hat Q in Amerika gewonnen. Der Commander ist schließlich da. Und jetzt wird das Bild, das wichtigste Bild der amerikanischen Geschichte, einfach versteigert. Das ist wie die Unabhängigkeitserklärung. Da werden jetzt auch 10 Kopien versteigert zum ersten Mal. Man hat garantiert eine neue gemacht, wo dieser Zusatzartikel mit drin steht. Ja? Den sie damals vergessen hatten einzubauen. Ich glaube, das reicht. Gönnen wir uns doch noch ein Lied. Wir müssen es nicht länger machen, als es ist. Weil die Ain't glauben es so oder so nicht. Und ich finde es wirklich faszinierend. Durch die Bank weg, die eine Gruppe, die sich alle untereinander kennen, die alle jeden Angstbrunnen mitgemacht haben, aber an Q nicht glauben, während wir so entspannt leben, während die ganze Welt im Chaos ist. Und die Welt wird nicht brennen, denn wir sind schon fertig. Und sie merken es noch nicht mal. Das macht es ja so faszinierend. Operation, was war das? Die britische Regierung, ach stimmt, da war ja noch was. Die Expedition Nimrod hat den Berg Erebor entdeckt. Das ist das nächste, Nimrod. Na, also, es ist wirklich faszinierend. Bei allem, was aktuell gerade passiert. Weil es gibt so viel Schlagkraft und Interpretation in positiver Hinsicht. Weil alles kommt zurück. Na. Gut, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ich brauche nur den persischen Thronfolger und den Sultan, der eigentlich an der Macht wäre, vom Ottoman und seine Nachfolger. Die werden ja auch noch da sein, irgendwo. Findet die mal raus. Ich kenne mich mit Lahmen nie aus, deswegen ist nicht so mein Thema. Gut. Noch machen wir ohne Lied. Ich wünsche euch was. So, wo geht's raus? Hier. Ja.